Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir unterwegs in Wachtendonk im historischen Stadtkern und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Die Gemeinde Wachtendonk liegt am unteren Niederrhein nahe der niederländischen Grenze bei Venlo. Wir starten unseren Rundgang durch den beeindruckenden historischen Ortskern von Wachtendonk. Dann geht es weiter zur Burgruine, danach zur Brücke der Gelderischen Kreisbahn und zur Kirche St. Michael. Das bezaubernde Flair zieht viele Besucher nach Wachtendonk. 120 Häuser und auch der historische Ortskern stehen unter Denkmalschutz. Der Ortskern aus dem 18. Jahrhundert wurde mit Unterstützung des Landes NRW restauriert. Die Straßenführung ist seit mehr als 300 Jahren unverändert. Die meisten der Häuser wurden nach einem Ortsbrand 1708 erbaut. Die Entwicklung der Stadt Wachtendonk vom Mittelalter bis heute ist am historischen Ortskern in faszinierender Weise zu erleben. Haus Püllen ist eines der ältesten Baudenkmäler der Stadt aus dem Jahr 1634. Auch einen einzigartigen Biergarten haben wir auf unserem Spaziergang entdeckt. Die Burg Wachtendonk war eine zweiteilige Anlage bestehend aus einer Kernburg und einer nordwestlich vorgelagerten Vorburg, die auf einer Insel in der Niers lagen. Die Burg war typisch für einen niederrheinischen Burgenbau des Spätmittelalters. In den Jahren 1967 bis 1978 wurde die Burg freigelegt. . 1901 wurde der frühere Kleinbahndamm für die Gelderische Kreisbahn gebaut. Die Schmalspurbahn verkehrte zwischen Kempen, Strehlen und Kevela. 1934 wurde der Bahnverkehr eingestellt. Die erstmalige Erwähnung der Kirche St. Michael erfolgte im Jahr 1382. Die Kirche befindet sich ebenfalls im historischen Ortskern. Nach diesem Spaziergang haben wir uns eine kleine Stärkung gegönnt. Übernachtungsmöglichkeiten sind vor Ort ebenfalls vorhanden. Wachtendonk ist immer einen Besuch wert.